Hi guys, ich bin's Andrea und wieder ein Video in Deutsch. Ein bisschen früher als gedacht, ja, ich springe für jemanden ein. Und ich zeige euch eine Karte heute. Ich arbeite hier mit dem Craft Peer von Crafters Companion und habe schon eine Größe zurechtgeschnitten für eine kleine Karte. Und ich benutze hier einen ganz, ganz trockenen Pinsel mit harten Borsten. Und dippe den immer ganz leicht in Gesso und gehe dann hier über die Karte so, dass das ein bisschen diesen schmuddeligen Effekt hat. Nicht komplett damit ausfüllen. Okay, dann benutze diesen Stempel. Der ist von Sheena Douglas. Das ist ihr Time Traveler Set. Und diese junge Dame hier, ich liebe diese Steampunk-Dame. Und benutze hier das Versamark oder Versafine ist es, um eben die ganzen Details rauszubekommen. Und ich benutze hier übrigens diese Rockblock Stempelblöcke und die sind so leicht gebogen und haben eben den Vorteil, dass man damit nichts verschmieren kann. Die haben an den Seiten diese Kanten, die etwas erhöht sind, und das verhindert einfach, wenn man da ein bisschen geschmiert hat mit dem Ink, dass da nichts aufs Papier kommt, außer man schmiert auf die Kanten, aber das muss man halt vermeiden. Aber das funktioniert ganz hervorragend. Man kann es auch ganz einfach ansetzen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn es so flach ist. So, ich werde mit den Aquas von Spectrum Noir kolorieren und ich finde es einfacher für mich. Es ist so idiotensicher mit diesen Aquas zu kolorieren. Ich suche mir erstmal was fürs Gesicht raus. Da habe ich so verschiedene helle, wie heißen sie alle, fängt an hier mit Peach und mit Fawn und Desert und Topaz und Desert macht Desert und Olive und verblende die immer mit meinem Wassertankpinsel hier. Gib immer erst. Irgendwas hat gepiepst? Nein? Okay. Ich weiß es nicht. Piept bei mir wahrscheinlich. Schon wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas piepst. Oh, meine Kamera. Okay. Wie gesagt, ihr seht, ich koloriere hier, gehe immer mit den Stiften rein. Im Prinzip, wenn man es ganz vorsichtig machen möchte, wenn man noch nicht die Übung hat, kann man das auch auf die Kraftmatte scribbeln und dann mit dem Wassertankpinsel aufnehmen und dann wirklich ganz vorsichtig Schicht für Schicht aufgeben. Und es ist tatsächlich idiotensicher. Und immer wieder schön verblenden mit dem Wassertankpinsel. Ich benutze hier das 300 Gramm Aquarellpapier von Sheena Douglas. Das nimmt wirklich gut auf und ich kann da auch immer wieder drüber gehen mit dem Wassertankpinsel. Ich bin sehr beeindruckt. Das peelt nicht off und also peelt nicht off. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und lässt sich super schön verblenden. Und ich nehme auch hier verschiedene Brauntöne. Ich wollte in Braun bleiben. Das werdet ihr auch im Hintergrund sehen, den ich noch bearbeite, weil ich eben in diesem Steampunk-Thema bleiben möchte und die antiken Farben und ja, so ein bisschen Distressed das Ganze halten möchte. Darum habe ich mich entschlossen, das so zu machen mit den verschiedenen. Was habe ich denn hier noch? Marigold habe ich benutzt und Chestnut und Chocolate und Sepia und Boulder, all solche Sachen. Im Haar, habt ihr auch gesehen, habe ich ganz zum Schluss nur die dunklen genommen, dunkle Farbe, dass ich also wirklich die Highlights drin habe. Es sieht einfach lebendiger aus, als wenn man nur eine Farbe benutzt. So, ich schneide sie aus und ich lasse euch das alles schauen. Nein, damit ihr eine Idee kriegt. Ich schneide wirklich hier Haar für Haar aus. Ihr glaubt es nicht, doch, habe ich gemacht. Gott sei Dank hat sie nicht ganz so viele lose Haare da hängen, weil es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, ausschneiden. Was ich mache ist, ich gehe mit einem schwarzen Inkstift hier noch um die Ränder, um das Weiße wegzubekommen. Das bekommt einfach mehr Tiefe, einfach mehr Dimension. Und dann fange ich an mit dem Hintergrund hier, meinen Hintergrund, den ich mit Gesso bearbeitet habe, und benutze hier die Distress Ink
Und das ist von einem anderen, von dem gleichen Set, also es ist Time Traveler von Sheena Douglas, aber ein anderes, das nennt sich Geared Up Set. Und benutze auch das, wie gesagt, das Distress Ink in Vintage Photo. Ist Vintage Photo. Was ich mache hier, das seht ihr nicht. Ich trockne es hier mit meinem Heißföhn, mit meinem Föhn. Und ja, weil er eben just so im Hintergrund ist, braucht es eigentlich länger. Ihr seht, ich wollte mit meinem Wassertankpinsel hier drüber gehen. Oben links, den habe ich schon fast völlig verwischt. Der war noch nicht trocken genug. Ich meine, das sind wasservermalbare Tinten. Die werden, und das ist ja auch der Clou, das wollte ich ja erreichen. Ich wollte sie vermalen, aber so ein bisschen trockener wollte ich es schon haben. Jetzt bin ich bei den anderen etwas vorsichtiger und verwische es einfach nur ein klein wenig. So, als nächsten Schritt nehme ich Wassertropfen oder ich scribble hier von dem ganz dunklen Chocolate was auf meine Kraftmatte, ein bisschen Wasser dazu und dann gibt es ein paar Tropfen auf meinen Hintergrund. Das war mir dann aber noch nicht schäbig genug. Da habe ich dann hier dieses Tool, um die Kanten zu zerreißen, ein bisschen anzuritzen und gehe dann um alle Seiten herum. Mache die richtig schön kaputt. Sorge dafür, dass die Krümel weg sind. Und dann nehme ich einen Pinsel mit viel, viel Wasser und weiche die Kanten richtig auf. Richtig heftig aufweichen. So, dass kein Wasser mehr draufsteht, sondern warte, bis eben das Wasser ein bisschen eingezogen ist. Und dann nehme ich einen von meinen ganz dunklen Aquas wieder. Ich glaube, das ist sogar der Boulder oder Chestnut, ganz dunkler auf jeden Fall. Und gehe drumherum und das saugt sich fast von selbst rein durch das Wasser. So, das ist ein Sentiment, das nehme ich vom Geared Up. Das heißt, Imagination powers the cogs of your mind. Ist also deine Vorstellungskraft treibt eben diese Räder deines Verstandes an. Und ich habe leider, das ist leider ein englisches Sentiment oder ein englischer Spruch, aber ich meine, die meisten von euch verstehen doch gut Englisch und ja, das ist jetzt sicherlich. Ich würde sich in Deutsch auch ein bisschen umständlich anhören und wäre viel zu lang. Das ist ja immer das Problem. Ich benutze hier, um die Dame aufzukleben, das 3D-Tape von Scotch ist das, glaube ich. So, und dann matte ich oder lege ich die oder ja, nehme verschiedene Lagen von Papier noch erst auf weiß und dahinter dann einen schwarzen Rand. Ich wollte einfach den Kontrast zu dem Braun, zu diesen Antiktönen, einen schönen Kontrast haben, aber auf keinen Fall einen farbigen Kontrast. Das schneide ich dann auch wieder klein und das kommt dann auf die Karte. Und zum guter Letzt kommt noch ein bisschen Spectrum Noir Sparkle in Clear auf die Goggles, ja, Goggles, auf die Brille da, ja, Brille. Und das war es dann schon. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt was mit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer her damit in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wäre ich super, super happy drüber. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen und für eure Zeit, die ihr mir hier schenkt. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Habt eine ganz tolle Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.